Hallo und herzlich willkommen zu Sicherung durchgebrannt mit Vira Komori. Hallo. Perfektes Timing. Ich wollte gerade sagen, in dem Moment, wo ich auf die Aufnahme geklickt habe, hat es auf einmal gemacht. Und ich dachte, oh ja. Gott, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Und dann habe ich so im Hintergrund gesehen hier, oh, ich glaube, die Sicherung ist durch. Ja, so, war ja. Uns, glaube ich, wieder ein bisschen zu lang verquatscht. Ja, so Kinderleins, wie ihr seht, hier ist immer noch, ne? Also ich kann mich immer noch nicht bewegen. Wenn Nemazuk mich abknallt, falle ich kurz um, stehe wieder auf, habe das gleiche Problem wieder. Dementsprechend, ich habe zwar jede Menge Zeug im Rucksack. Ich hoffe, ich kann das Galumpe dann wieder einsammeln oder Nemazuk kann es dann einsammeln. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nach meinem Selbstmord wieder. Also, ne, ich sag tschüss. Drücke rechten Mausbutton für den Wiedereinstieg. Rechter Mausbutton. Ja, da steht, unter Wasser ist jetzt eine Kiste. Warte, ich habe unter Wasser noch eine Kiste gesehen. Ja, die ist, da komme ich nicht ran, glaube ich. Oh, scheiße. Nee, da komme ich. Oh, nee. Oder? Oh, nee, ich springe, Alter. Mal kurz ins Wasser. Wie unglücklich ist das denn gelaufen gerade? Nee. Oh, ich wollte nur einen kleinen Spaß machen in der letzten Folge. Wie unglücklich ist das denn? Ja, da hast du dir jetzt eigentlich selber ins Knie gefickt, ne? Ist ja alles dein Kram. Bis auf die Kupferdrähte. Ja, ach nein. Wie unglücklich. Alles automatisiert, läuft schon. Ja, wie unglücklich ist das gelaufen einfach. Ist halt echt so. Ja, vielleicht kann man von weit oben runterspringen. Da sinkt man nämlich etwas tiefer runter, habe ich schon festgestellt. Da brauche ich immer ein bisschen, bis ich wieder an die Oberfläche komme. Vielleicht kriegt man es so, wenn man von weiter oben ein bisschen vielleicht in die Richtung springt. Dass man da vielleicht ein bisschen tiefer unten ist. Könntest du ein paar... So spät, ich bin schon auf dem Weg. Ein paar Eisenplatten mitbringen? Ich bin vielleicht schon gleich wieder da. Ja, super. Ich brauche gerade, sehe ich, ein paar Eisenplatten. Hättest du mich mal nicht da so gedisst eben, ne? Oh nein! Entschuldigung! Oh nein, meine Kettensäge! Meine Waffe! Na, kannst du doch alles noch machen. Ja, 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 du musst sie wieder machen. Ich muss die wieder machen, was? Ich mach nix. Ich bin nix wissen, ich bin nix deutsch. Ich bin nicht schuld. Yeah. Ich nix wissen, ich nix deutsch. Ja, du nix deutsch. Du nur das verstehen, was du willst. Ja. Ich sehe schon meine Kiste. Und weg ist sie. Labert nicht, ja? Na. Ah, komm. Nein, jetzt ist er nach oben gegangen. Du sollst nach unten. Geh nach unten. Nein, wieso gehst du nach oben? Ich hätte sie nehmen können. Noch mal versuchen. Nein! Gibt's nicht irgendwie ein Knöpfchen, wo ich mich runtersacken lassen kann? Nicht, dass ich wüsste. Oh, ich kann ich mal gerade in den Optionen gucken. Jetzt habe ich die Taschenlampe angemacht. Boah, ich war richtig weit unten. Ich hätte es berühren können. Aber so schnell, wie der drüber hinweggeschwommen ist, konnte ich nicht klicken. Nee. Ich begehe jetzt wieder Selbstmord. Komm. Ja, nein. Ich vergesse immer, welchen mach Knopf. Mach du da mal, ich hole mir ein paar Platten und so weiter, ne? Und dann kommst du frisch an. Ich habe es. Oh. Ich will meine Kiste wieder haben. Nee, das war nicht weit genug. Das war nicht weit genug oben. Ich gebe nicht auf. Ah, das Gute ist ja, für unsere Base bräuchten wir rein theoretisch keinen Markierungspunkt auf der Karte. Wir haben ja den Weltraumlift, den man aus 30.000 Kilometer Entfernung sehen kann. Den du einfach vom anderen Ende des Planeten wahrscheinlich sehen kannst. Ja. Muss eigentlich nur weit genug hoch, dass ich tief genug runtersacke und das da dann aufheben kann. Weil er bleibt ein bisschen unter Wasser, aber dann wird er irgendwie automatisch nach oben getrieben. Das ist so ein bisschen kontraproduktiv gerade.
Weißt du, was ich krass finden würde? Wenn man dann später nochmal sich Unterwasserfahrzeuge bauen könnte und so ein bisschen so ein Subnautica-Feeling haben könnte. Ja. Weißt du? Oh nein. Gibt es irgendwie einen Shortcut, wo man alles auf einen Schlag nehmen kann? Oder muss ich auf dieses eine Ding da klicken? Ich Weil. glaube, auf dieses eine Ding da. Oh, das ist blöd, weil so schnell kann ich nicht drauf reagieren, da drauf zu klicken. Das ist kacke. Ich will meine Kiste wieder haben. Das ist voll doof. Du bist schuld. Entschuldigung. Ich habe aber, glaube ich, eine andere Idee. Kannst du im Nämlich. Wasser mit diesen Bodenfundamenten auch nach unten bauen? Dann könnte ich vielleicht runter und könnte mich da unten drunter klemmen. Und dann würde ich vielleicht nicht mehr auftauchen. Das Theoretisch könnte glaube ich ja. funktionieren. Weil er schwimmt halt, der ist halt im Wasser einfach erstmal unfassbar schnell, wie er oben drüber schwimmt. Und dann taucht er einfach so schnell wieder auf. So schnell kann ich vielleicht mal das Ding anklicken. Dann sehe ich kurz das Inventar von der Kiste. Aber der taucht so schnell auf, dass das so schnell wieder weg ist. Da kann ich gar nicht, so schnell kann ich gar nicht gucken. Ja, theoretisch, wie gesagt. Warte, ich habe gerade mal wieder die Generatoren aufgefüllt. So, Platten suche ich, ne? Platten, Platten. Kann ich die? Oh, ich habe zumindest das Abbauwerkzeug noch. Ich klaue mir hier mal welche. Wo Was ist die? glaubst du Ja, dir? diese Flachbodenplatten, wo hier überm Wasser hängen, die habe ich mir jetzt mal Achso. gestibitzt. Okay. Vielleicht funktioniert ja das, was ich denke. Es wäre auf jeden Fall cool. Oh nein, ach warte, ich kann ja gar nicht im Wasser bauen. Moment, da muss ich kurz raushängen. Wo ist das Ding denn da? Fundamentele. Wow. Ich habe ein Fundament auf die Kiste gebaut. Jetzt ist die Kiste im Fundament. Na Also super. im Wasser drin bauen funktioniert schon mal. Jetzt muss ich vielleicht noch zwei Stück drüber setzen und das unterste vielleicht wieder rausnehmen. Dann könnte es funktionieren. Dann hoffen wir mal, dass es funktioniert, würde ich sagen. So. So. Dann hole ich schon mal direkt ein bisschen den Strom bis nach da unten. Ich bin beschäftigt, ich bin konzentriert. Eine konzentrierte Vierer. Ja, ich glaube, der muss noch weg, der untere da. Ja, jetzt geht er nicht mal hoch. Jetzt mach mal hinne, Junge. Ach, das ist noch zu tief. Ich will meine Kiste wieder haben. Ich krieg meine Kiste. Ich lass mich nicht davon abschrecken. Komme, was da wolle, Sira schafft das. Ich krieg meine Kiste. Jetzt mache ich da noch so einen Blocker hin. Blocker? Ja, dass ich nicht unter dem Ding sitze und dann drüben wieder rausschwimme. Ach so. Ja, warte, dann muss ich das so und so. Nehme ich das wieder weg. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Dann soll noch mal jemand sagen, ich bin nicht kreativ. Das wird nur Spaß, sich das bei dir in der Folge da Ui. anzusehen. Ich muss ein bisschen weiter hoch. So, ich bin auch gleich hier wieder da. Ja, das muss vor allem von außerhalb als anderer Charakter muss das witzig sein, mir dazu zu gucken. Werde ich ja gleich feststellen. Hast du zufällig noch ein bisschen Beton mitgebracht?
Ich habe noch genug auf Tasche. Gut. Das sollte so. Im schlimmsten Fall muss ich da unterirdisch etwas weiter vorbauen. Ah! Nein, das ist doch zu weit oben. Willst du mich verarschen? So. Aber es ist ein guter Anfang, muss ich hier stehen. Ja? Ja, also ich passe auf jeden Fall unten drunter. Ich müsste das aber vielleicht noch ein bisschen mit einem etwas dünneren auslegen unten. Versuchen wir mal die da. Yeah. Okay. Ach ja, da kann ich ja eigentlich das Große wegnehmen. Ich baue einfach mal so einen Unterwassertunnel, weißt du? Mach das. Ich hab Bock. Nein, nicht runterfallen. Nicht ins Wasser fallen. Da. Jetzt ist natürlich die Rampe hier im Weg. Ah, ich brauche noch. Kannst du mir mal ein bisschen Beton geben? Oder langt das vielleicht? Oh, wobei, ich probiere das erstmal so. Hey, yes! Yeah, Batsch. Nee, ich bin nicht tief. Ich muss noch weiter hoch, ja. Ich muss noch weiter hoch. Wie viel Beton willst du denn haben? Ich weiß nicht, wie viel hast du denn einstecken? 500 und ein bisschen was. Ja, gib mal halt mal die 500. Wenn du brauchst, gebe ich das wieder. Ja, gut. Bitte. Danke. Ich will mein Zeug. Bäh. Bäh? Bäh. Oh. Nein, nicht so. Das sollst du vorne dran setzen. So. Dass ich auch von richtig hoch runterspringen kann. Alter! Wie sieht das denn hier aus? Ja. So Spindenbeine. Ja, es war gerade so irgendwie gemacht, weil es muss ja irgendwie und an manchen Sachen ist es zu steil und. Ne? Jupp. Oh Mann, das brauchen wir mit Rotoren für diese scheiß Pumpen, ey. Na? Wir brauchen hier viele Pumpen, Bleib Sira, glaube ich. Gerade stehen. Was? Ja! Ich schaff meinen Zeug wieder! Juhu! Und jetzt auf einmal ertrinken, weißt du? Das wär's. Ja! Und jetzt kommt ein Reaper. Oh ja. Ja. Ich hab bald Zeug wieder. Super. Ich freue mich. Rotoren hast du keine einstecken, ne? Nee. Gut. Aber ich hab mein Zeug wieder. Juhu. War eine super Idee. Ich hab gesagt, ich krieg mal Zeug. Egal ja, wenn Sira sagt, sie kriegt jetzt Zeug, dann kriegt sie das auch. Also ich sage, das soll doch mal jemand sagen, ich habe keine Idee und bin nicht kreativ. Ja. Magst du das auch mal ausprobieren? Einfach da runterspringen? Einfach. Lass mal. Na, du stirbst ja nicht. Und ich habe auch nicht gesagt, dass ich sie vorher umbringe, dass das auch dasselbe ist, was ich hatte. Ach so. Du sollst einfach nur hier vorne runterspringen und dann unter diesen Platten nach hinten durchschwimmen. Ja, gleich. Oh, ich hätte jetzt gern mal was Süßes, ey. Ich hätte Bock auf Schokolade. Ja? Ich habe aber nichts da. Das ist das Problem. Oh, weia. Ja.
Ich hatte mir letzte Woche irgendwann so eine Packung. Ich weiß gar nicht, wie man das heute nennt. Wir haben es damals Mohrenköpfe genannt. Wie heißen die denn jetzt inzwischen? Das darf man doch gar nicht mal sagen, ne? Negerkuss und Mohrenköpfe darf man ja nicht mehr sagen. Wie Ja, heißen stimmt, darf das? man nicht mehr sagen. Wie heißen das jetzt? Schokokuss oder sowas in der Schoko, ja, Richtung. Schokoküsse oder Schaumküsse, ja, stimmt. Da hatte ich mir Ja. letzte Woche so eine Packung mitgenommen und die habe ich richtig genossen. Waren aber irgendwie viel zu wenig für meinen Geschmack. Ah, Mann. Jo, Ist ja auch nichts meine mehr Güte. drin gefühlt. Wo bist du denn? Ja, ne, das ist mit Bei irgendwie unserer alles immer Base bin weniger. ich wieder. Ach so, du willst ja deine Rotoren holen, ne? Da rotierst du doch im Grab, ey. Oh, ja, da rotiere ich echt im Grab. Ah, mein Inventar, ich habe meine Waffen wieder. Und mein Auto! Mein Juhu. geliebtes Auto und meine Motorsäge. Deine Motorsäge. Meiner Motorsäge und irgendwie 2000 Beton und 800 Platten und 800 Stangen, 800 Kabel, 800 Kupferplatten. Das wäre schon scheiße gewesen, wenn das jetzt weg gewesen wäre. Also minimal, ja. Vielleicht, was ich vielleicht auch mal eine kleine Idee habe, vielleicht einfach hier mal eine Kiste hinbauen. Wäre eine Option, definitiv. Für den Fall, dass du mal wieder auf die wahnwitzige Idee kommst, mich anzuschießen. Ich wollte erst sagen, mich Entschuldigung. anzuscheißen, aber Es war für die Wissenschaft. ja, und ich habe den Ärger damit. Ja, wie hier von der Muppet Show, dieser, wie heißt der nochmal, Beeper oder Beaker? Dieser, die Muppet Show kennst du, ne? Die Muppet Show kenne ich, ja. Gibt es so diesen komischen Doktor. Und der muss Oh um Gott, Gehilfen. ich habe das eigentlich nie groß geguckt, tatsächlich. Nee? Nee. Na. So, ich habe da mal in die Kiste hier das Gelumpe alle rein. Und jetzt probiert das mal aus. Ich habe jetzt ehrlich Was? gesagt Angst davor, die Waffe wieder zu benutzen. Sofort. Lasst mich hier erstmal. Oh, pardon, falls man das gehört hat, das kam eben von den Fußzehen. Entschuldigung. Da fließt diese Pumpe hier durch die Gegend. Jo. Es hat übrigens auch sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich diese Pumpen einfach so an bestehende Rohre einsetzen kann. Ich habe vorher die Rohre immer entfernt und danach wieder verbunden. Ja. Ja. Und dachte mir dann so, ja, jetzt ist dieses Rohr aber weit in der Luft. Wie docke ich denn da jetzt mit der Pumpe an? Weil sonst hat die immer irgendwie auf dem Boden aufgesessen, weißt du? Und jetzt war die aber in der Luft, so wie mache ich denn das jetzt? Und da habe ich das aus Versehen angedrückt und habe gesehen, oh nee, du kannst das direkt an die Rohre ranpacken, weißt du, so wie du das jetzt machst. So nein, ich habe mir immer voll viel Arbeit gemacht. Ach, passiert. So, warte mal kurz. Ich will erst einmal. Licht! Britz. Oh ja, die ganzen Pumpen müssen ja auch alle separat noch an Strom angeschlossen werden. Oh, Richtig ätzend. das ist echt, ja, das ist echt happig. Da lobe ich mir doch, dass ich wirklich die Pumpen direkt an ein einziges Rohr angeschlossen habe und nicht so lange Rohren wie du jetzt hier zum Beispiel hast, sondern ich habe die praktisch mit dem Gesicht zu dieser Rampe hergebaut, wo aber das unten noch gerade war. Ne? Also das war noch keine Rampe, sondern das war so ein gerader Boden. Da habe ich die alle direkt davor gesetzt.
Und dann habe ich die alle mit einem einzigen Rohr verbunden, das praktisch über die Rampe dann nach oben geführt hat. Und da habe ich dann überall Stromdinge entlang gezogen und habe dann so die Pumpen mit verbinden können. Okay. Ich würde es dir ja mal zeigen, wenn es gehen würde. Wenn es gehen würde. Ich will erst mal kurz... Aber zu Beginn, Hauptsache erstmal, es funktioniert. Umbauen kann man ja eigentlich immer noch. Genau. Das ist so wie bei Minecraft halt auch. Du kannst es erstmal so bauen, dass es überhaupt läuft und irgendwann verschönerst du das, baust das nochmal um, baust es größer oder kleiner, je nachdem, wie du das haben möchtest. Genau. Und das passt schon. Hauptsache es funktioniert erstmal. Genau. Ich könnte ein bisschen Kupferblech nochmal gebrauchen. Oben in der Kiste. Ich habe da oben noch Kiste hingestellt. Und ja. So. Eine Kiste. Wieder ich sollte vielleicht auch mal was essen. Ich habe nur noch 3 Lebenspünktchen, sehe ich gerade. Davon habe ich genug. Warte. Ich habe noch genug Nüsschen, das geht schon. Ah, okay, gut. Ich hatte, meine Nüsse waren auch in der Truhe. Die habe ich wieder rausgeholt. Na, passt doch. Okay, jetzt kann ich... Schmeckt aber. Was? Das letzte Mal, als ich alleine gespielt habe, konnte ich nur so viele Nüsse essen, bis mein Leben voll war. Jetzt habe ich so alle gefressen. Okay. Oh Mann. Egal. Okay. Egal. Egal. So, was wollten wir jetzt? Wollten wir mal irgendwas zeigen? Ja, oder da so unten. Da? Weißt du, hier musst du runterspringen und dann Richtung da und dann kannst du, wenn du richtig machst, direkt unten drunter landen. Ah, bin ich genau oben drüber, genau drauf gelandet. Warte. Hui. Da kommst du direkt unten drunter. Guck mal, hallo. Jetzt kann ich dich nicht mehr. Ach, doch, das Licht. Yeah. Und nu? Das ist aber echt keine schlechte Idee. Ne? So kannst du auch einen Unterwassertunnel bauen. Ja, schon. Ziehst du einfach auf der anderen Seite noch Wände rein und dann hast du so einen schönen Unterwassertunnel, wo du vielleicht ein paar Verstecke machen kannst, weißt du? Ja. Halt eben echt keine schlechte Idee. Wenn du hier so PvP spielst oder so, ist so ein super Versteck. Ja. Versuchst du es doch mal runter zu springen? Ich warte auf die... Über die Wissenschaft. Hi. Hallo. Ach, da bist du. Hallo, guck, und da hier. Hinten, da hinten, direkt unten drunter. Direkt hier drunter. Direkt da war das. Direkt hier. Hier war die Kiste. Ich hab dir gerade voll auf den Arsch geguckt, ey. Ohoho, das machst du gerne, ne? Ja, aber es ist schon echt auch wirklich, wie gesagt, eine gute Idee. Ja. Du kannst übrigens auch unter Wasser während dem Schwimmen springen. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, da tauchst du ja dann noch schneller auf, ne? Ja. Ach ja, jetzt muss ich ja das Wasser wieder wegnehmen, kann ich das jetzt, und kann da vorne wieder die Dinger hinbauen. Bauen tun. Bauen machen tun. Schaffe Häusle baue. Ja. Soll ich nochmal abschießen gerade? Und der steht dich. Dann... Kriegst du was mit meiner Kette, sehe ich über, du. Oh nein. So, habe ich jetzt alles? Ist alles weg? Siehst du das? Ob alle weg sind unten? Also ich sehe von hier oben nichts mehr zumindest. Ja, dann werden es alle gewesen sein. So, Wasser läuft. Na, fast, ne? Zur Hälfte, würde ich mal sagen, ungefähr. Ja, die Hälfte ungefähr. Ach, und dieses aber. Eine blaue Böppel, das zeigt dir, wie weit hoch das gepumpt wird, oder wie? Ja, wie es scheint. Das habe ich auch nicht gesehen. Ich habe es immer abgeschätzt. Was denn? Okay. Nö, schon gut, schon gut.
Weil da, wenn du kurz mal, weil da sieht man ja zum Beispiel, hier wird das hier hoch, ne? Dieser blaue Ring. Praktisch, Naja. man sieht das offenbar. Ja, das hatte ich, das hier hatte ich leider alles nicht. Weil ich das irgendwie, ich habe die Rohren abgebaut, habe das Ding platziert und habe die Rohren dann wieder dran angeschlossen. Also erst bei der letzten Pumpe, die wohl hoch zu meinem Kraftwerk, erschlag mich damit bitte nicht, die hoch zu meinem Kraftwerk geführt hat, da habe ich die letzte Pumpe gesetzt, weil das die letzte Erhöhung war. Und da habe ich dann gesehen, dass ich diese Pumpen auch so setzen kann. Aber gut, lieber spät als nie. Ist so, lieber spät als nie. Guck mal, ich bin größer als du. Bist du schon wieder auf mir drauf? Nö, aber ich stehe höher. Anakin, I have the high ground. Ja, genau. Ach du Scheiß. Was für ein Wirrwarr. Oh. Ui. Yay. Bau du hier mal weiter. Ich guck mal drüben. Zur Not stelle ich noch Ja. so ein Biomassendingens rüber. Ja. Weil die brauchen ja. Und ich glaube, das Kohlekraftwerk braucht ja zu Beginn auch noch Strom erstmal, ne? Ja. Bevor das sich selbst versorgt. Naja, er muss ja irgendwie anfangen, ne? Und ein Kohlekraftwerk kann schlecht was verbrennen, wenn er keinen Strom hat. Der muss den ja selber erstmal produzieren, dass er sich selber versorgen kann. Ja, stimmt auch wieder. Ich baue mal noch ein paar Reaktoren. Nein, ich Hä? bin runtergefallen. Auch mal wieder. Ja. Lebst aber noch, ne? Hoffe ich. Ja, doch. Es ist immer nur, es dauert immer nur so lange, dann wieder da ans Land zu kommen. Tja, ja. Zumindest lebst du noch. Ja, zumindest lebe ich noch, das stimmt. Ach ja, jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen. Super. Yeah. Junge, Olaf. Erschreck mich nicht so. Da brüllt er mir hier einfach mal ins Ohr, während ich hier runterspringe. Boah. Passiert. Alter, mein Herz. Ich dachte, jetzt werde ich gleich wieder irgendwo von hinten angebumst oder so. Oh, hier ist auch noch mal ein See, aber ein kleinerer. Ich weiß nicht, ob hier ein Wasserdingens Platz hat. Interessant. Hier knurrt auch was. Au, au, au. Tu mir nicht weh. Ich bin doch auf der Durchreise. Ja, wenn du meinst. Oh, nein. Ah, okay, ich gehe. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe meine Muni abgelegt. Wo ist denn jetzt meine blöde Base da drüben? Und auf einmal spawnen hier einfach zwei Schwundis, einfach so. Ja, ich hatte auch gerade einen hinter mir, der mich immer vorgeschubst hat, so ganz zärtlich. So, ganz zärtlich. So. Ich sei zu Hause. Ich guck nach Dingens Bummens. Nach Dingens und Ja, da Bummens. ist alles. Ist alle, die sind alle leer. Also nicht alle, aber einer ist auf jeden Fall komplett ausgebrannt. Ich baue mal noch ein paar zusätzliche hin. Was brauche ich denn? So ein paar, gut, ich denke mal Platten. zwei. Ich könnte ja aber auch noch mal übertakten. Ich habe ja noch einmal Korken. so ein Kristallding von dir und eine Schnecke. Ich kann ja Scharnecke. übertakten. Ich kann ja übertakten tun, weißt du, was ich meine? Überbackten tun. Ich bin gerade mal gleich wieder Fressen die da. dann aber nicht Dann. automatisch auch irgendwie mehr Zeug oder so? Ja gut, für die mehr Leistung, da braucht es natürlich dann. Ja klar.
Weil es doch, wäre doch dann eigentlich egal, ob du jetzt mehr hast oder welche die stärker sind, wenn die dann am Ende eigentlich im Vergleich genauso viel brauchen. Dann ist es aber halt übersichtlicher, weißt du, was ich meine? Ja, stimmt schon irgendwie tatsächlich. Aber ansonsten musst du dann jetzt hier in der... Macht schon Unterschied, ob du jetzt nur in 10 Generatoren alles nachfüllen musst oder in 15. Ja. Kann schon sein. Maybe. Ganz Fleisch. Kann schon sein. Jetzt habe ich natürlich kein Kabel. Ich brauche noch Kabel. Kabelinos. So. Also einer meintest, das ist komplett ausgebrannt, ne? Ja, einer war komplett leer. Wo hab ich denn das Ding jetzt nicht gesetzt? Ah, hier. Gut, dann fülle ich den einen mal gerade wieder komplett auf und dann... sehe ich da schon wieder Blueprints da rumschwirren. Ach, da bist du ja schon. Ja, Mai. Ja, boah, hallo. Du jetzt aber fix. So, jetzt brauche ich erst noch Saft. Ja, langsam. Okay, ich muss doch Ich habe doch gerade einen übertaktet. Ach so, ich dachte das schon. Schicket. Ich dachte, du wolltest gerade wieder einschalten. Ja, wollte ich ja auch. Weil ich brauche ja erstmal Brennstoff. Hier sind zwei leer und nicht nur einer. Ja, dann sind halt zwei. Eigentlich sind es jetzt drei, weil ich zwei neue hingebaut habe. Ja, beim Hub war einer, genau. Der war leer. Ach, dann habe ich von deinen neuen einen aufgefüllt, wie es scheint. Ja, hast du. So, jetzt aber. Zeig her. Jawohl. Scheint wieder zu laufen. Soll ich vielleicht mal ein bisschen Biomasse sammeln gehen? Kannst du gerne machen. Weil ich glaube, bis das Kohlekraftwerk in Kraft tritt, könnte es noch ein bisschen dauern. Ach, na ja. Glaube ich. Oh, ich brauche hier auch noch Biomasse-Zeugs für meine Kettensäge. Ach, warte mal, habe ich da nicht gerade... Ja, ich habe da doch gerade was gesehen. Weißt du, was ich auch gerade sehe? Was siehst du gerade? Was ich gerade sehe, ist, dass die Folge vorbei ist. Auch schon wieder, ja, Mai. Das ging ja fix. Ja. Hi. Hallo. Ich besteig dich jetzt. Wann wieder, ey... Weil ich das ist schon gewohnt. Zum fünften Mal schwanger. So wie bei Dead Space. Es gibt eine große Neuigkeit. Ich bin schwanger. So, ja, Mann. Oh, Mann. Wo ich da auch so lachen musste. Das kam halt einfach so random einfach, weißt du? Da musst du jetzt einfach irgendwie dran denken, keine Ahnung. Ja. Ist doch meistens so, wenn eine Frau zu einem Kerl sagt, es gibt Neuigkeiten. Das ist doch meistens irgendwie sowas. Ja, so, oh Gott, du bist schwanger. Gut, also ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau, tschüss. Ciao.